Jetzt geht es auch gleich weiter mit einem ganz wunderbaren Programmpunkt. Also hier teamintern ist das immer so, dass am Anfang der Konferenz eigentlich, glaube ich, es war bisher jedes Mal so, da kommt der mit Stallgeruch. Da kommt dann einer aus dem Team oder aus einer Männergeschichte, die sozusagen direkt aus unserem Mayvolution-Freundeskreis oder unserem Mayvolution-Netzwerk entsprungen ist. Und auch dieses Jahr ist es wieder so. Ich freue mich sehr, sehr, dass der Siad heute da ist. Der Siad Roscher saß, ich kenne ihn schon länger, aber 2015, das war unsere erste von uns ausgerichtete Mannsein-Konferenz, da saß der Siad im Publikum. Und wie ich mitbekommen habe, und er hat es mir auch bestätigt, war durchaus inspiriert von dem einen oder anderen der Vortragenden. Und dann hatte ich gar nicht mehr so wahnsinnig viel Kontakt mit ihm. Ich habe nur mit großen Augen mitverfolgt, was da gerade alles so passiert bei ihm, nämlich über das Internet und die Medien. Er ist nämlich nicht nur zu einem Fitnessmodel geworden, sondern auch zu einem der erfolgreichsten Fitnessautoren im deutschsprachigen Raum. Und ich will jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen, denn in seinem Vortrag soll es auch darum gehen oder geht es auch darum, dass er ein bisschen erzählt, was er da gemacht hat und wie er es gemacht hat. Er wird euch, wie ich vorhin schon gesagt habe, seine Männergeschichte auch mit erzählen, indem er seinen Vortrag aus seinem Blickwinkel euch näher bringt. Ich freue mich sehr auf seinen Vortrag. Er heißt Holzhacken und Wassertragen, eine Philosophie für ein kraftvolles Leben. Lieber Siad, herzlich willkommen bei der Mannsein 21. Hallo John, hallo alle daheim. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Und ja, danke für die Ankündigung. Ich werde mich gleich noch ein bisschen weiter vorstellen. Wenn alles planmäßig läuft, müsstet ihr mich jetzt zumindest hören. Vielleicht könnt ihr mir alle mal einen Daumen nach oben geben, weil noch sehe ich alles perfekt, scheint zu funktionieren. Und wenn technischer Natur alles gleich klappt, dann mache ich gleich eine Bildschirmübertragung und dann habe ich eine kleine PowerPoint-Präsentation vorbereitet, die wir durchgehen. Und ja, wie John schon korrekt gesagt hat, war ich bei der Mannsein 2015. Da komme ich auch im Vortrag selbst nochmal drauf zu sprechen. Und ich wurde gefragt, ob ich den inspirierenden Opener heute machen möchte. Und meine Antwort war natürlich ja. Den Opener bin ich auf jeden Fall. Ob es inspirierend ist, das müsst ihr am Ende selbst entscheiden. Das liegt außerhalb meines Kontrollbereiches sozusagen. Nichtsdestotrotz bin ich natürlich jemand, der jetzt auch, ich habe die letzten Tage viel darüber nachgedacht und es fühlt sich ein bisschen an wie nach Hause kommen. Ne? John hat ja schon zu Recht gesagt, ne, ich war relativ aktiv vor jetzt ungefähr, was sind das, 6 Jahren gewesen und dann war ich auf einmal weg sozusagen und keiner hat mehr was von mir mitbekommen, beziehungsweise ich war auf keinen Workshops mehr, ich war auf keinen Seminaren mehr, auf kein Treffen mehr. Und gleichzeitig hat sich meine Welt aber nicht nur um 360 Grad gedreht, sondern ich habe gelernt, Holz zu hacken und Wasser zu tragen, was sicherlich noch sehr, sehr abstrakt ist, aber darüber werden wir gleich zu sprechen kommen. Und ich konnte mir irgendwie nicht helfen, als über die Heldenreise nachzudenken. Und das war etwas, was mich vor 6 Jahren sehr inspiriert hat oder vor 8 Jahren, als das Ganze bei mir angefangen hat. Ihr kennt das, ne? Man geht raus, man spürt den Ruf, etwas aus sich zu machen und dann trifft man vielleicht auf den einen oder anderen Mentor, auf die großen Hürden des Lebens. Und dann kommt man irgendwann als Held zurück und kann von seiner Geschichte berichten. Ich weiß nicht, ob ich als Held zurückgekehrt bin, ob ich heute als Held zurückkehre. Nichtsdestotrotz freut es mich wieder, ein bisschen nach Hause zu kommen und einfach von den Dingen berichten, die ich in den letzten 6 Jahren erlebt habe, auf unterschiedlichen Lebensbereichen. Und ich möchte heute so ein bisschen über das, wie soll ich sagen, das fehlende Puzzlestück sprechen, was mir damals sehr, sehr, sehr gefehlt hat, was ich damals bitter nötig gehabt hätte, so in dieser Klarheit zu hören. Und der Martin hatte vorhin schon gesagt, dass ich euch sanft begrüßen darf. Ich weiß nicht, ob es gleich ganz so sanft wird und ob es nicht ein bisschen holprig und ein bisschen unangenehm wird. Nichtsdestotrotz ist das das, was mein Weltbild widerspiegelt und was ich glaube, was notwendig ist, um im Leben grundsätzlich voranzukommen. Wir können da hinten raus noch ein bisschen sprechen. Ich versuche mich ein bisschen mehr zu beeilen sozusagen. Und ja, dann gucken wir mal, worin oder wohin sich das Ganze heute entwickelt. Ich würde sagen, nee, was vielleicht noch spannend ist, kleiner Joke am Anfang, meine PowerPoint-Präsentationen sind ganz so tief wie meine Kniebeugen im Training, extrem niedrig. Ich habe tatsächlich, glaube ich, in den letzten 7 oder 8 Jahren um die 50.000 Euro in mich investiert, was Persönlichkeitsentwicklung angeht, über Coachings, Workshops, Bücher ohne Ende. Aber ich habe nie gelernt, PowerPoint-Präsentationen zu machen. Und auch wenn ich ganz viele Bücher geschrieben habe, verzeiht es mir, dass ihr jetzt die schlechteste PowerPoint-Präsentation eures Lebens seht. Aber
sie kommt vom Herzen. Und es sind Dinge, die mir wirklich sehr wichtig sind, die ich in der Öffentlichkeit so noch nie mit jemandem geteilt habe, nur mit meinem innersten Kreis sozusagen und auch von den Leuten, die diese Reise mitgemacht haben. Und ja, von daher glaube ich, brauche ich mich da zumindest nicht verstecken, denn davon bin ich zutiefst überzeugt. Alles klar, ich versuche jetzt hier mal meinen Bildschirm freizugeben und dann gucken wir mal, wie wir weiterkommen. So, Desktop, Bildschirm freigeben. Alles klar, perfekt. So, ich sehe jetzt Martin Birr. Kannst du mal kurz einen Daumen nach oben geben? Sieht man meinen Desktop? Alles klar. Dann, ich weiß es, ich glaube, ich bin jetzt nämlich gleich weg, wenn ich jetzt hier gleich auf Fullscreen mache, dass ihr auch ein bisschen was lesen könnt. Nochmal an die Technik. Mein Handy ist direkt neben mir. Das heißt, falls ich irgendwie offline sein sollte, ruft mich schnell an. Wir kommen zurück, falls ich jetzt nichts mehr mitgeschnitten bekommen sollte. Ach nee, ich bin noch da. Wunderbar, ich kann auch auf jeden Fall auch dich noch sehen, Martin. Also, ich wurde natürlich gefragt, hey, Sead, kannst du ein bisschen von deiner Reise erzählen oder wie siehst du das grundsätzlich, ne, als Fitnessmodel? Und du hast ja relativ viel Erfolg gehabt im Leben und ganze Muskeln etc. pp. Kannst du ein bisschen davon berichten? Und ich finde es auf der einen Seite natürlich, ist es meine Leidenschaft, über Kraftsport und Training zu sprechen, Trainingswissenschaft und alles, was innerhalb des Fitnessstudios passiert oder unternehmerisch zum Beispiel, was unternehmerisch alles passiert. Aber tatsächlich gibt es eine Art Betriebssystem, was unter all dem läuft. Und über dieses Betriebssystem möchte ich heute mit euch sprechen. Quasi all die Glaubenssätze, habe ich eben schon gesagt, all meine Weltanschauungen, die ich tatsächlich schmerzhaft erlernen musste, die möchte ich heute mit euch teilen. Das Ganze lässt sich zusammenfassen in einer von zwei großen Lebensphilosophien, Holzhacken, Wasser tragen, eine Philosophie fürs Kraftleben. Also, darum geht's. Ich werde gleich nochmal kurz was zu mir sagen, dass ihr überhaupt wisst, wer bin ich, was ich mache ganz genau, was verschafft mir heute die Ehre. Dann sprechen wir über den Weg zur Erleuchtung, also den ich zumindest so beobachtet habe über die letzten 6, 7 Jahre. Und Erleuchtung ist in meinen Augen nichts anderes als eine große Metapher für Erfolg oder das Erreichen von Wünschen, Träumen und Zielen im Leben. 3 Thesen, die ich dann aufstelle, die meiner Meinung nach unentwegt sind. Das ist der Hauptpart. Und am Ende werde ich euch allen ein bisschen bei den Eiern packen und euch eine simple Hausaufgabe mit auf den Weg geben, die dafür sorgt, dass ich euch noch lange Zeit im Nacken sitzen werde, dass ihr das auch Gesagte, was jetzt vielleicht sehr abstrakt und noch sehr weit weg klingt, ihr es auch tatsächlich umsetzen könnt und dass ihr ein bisschen was aus dieser nächsten Stunde mitnehmt, die wir jetzt hier gemeinsam teilen werden. Also. Schade. Jedenfalls noch okay, ich glaube, jetzt bin ich wieder dabei. Alles klar. John hat mich gebeten, das mit einfließen lassen, über die Zukunft der Männer. Und wenn ich recht informiert bin, ist das große Thema der Mannsein-Konferenz im Jahr 2021. Wie sieht die Zukunft der Männer aus? Das ergibt sich natürlich aus 2 Fragen, die man erstmal grundsätzlich klären müsste. Was ist ein Mann und wie sieht dann dementsprechend auch die Zukunft der Männer aus, sozusagen? Hier gibt es das erste große Problem. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich habe keine Ahnung, was ein echter Mann ist. Ich weiß nicht, ob ich ein echter Mann bin. Ich weiß nicht, ob ich als Held zurückgekehrt bin. Die einzige Sache, die ich vielleicht zumindest für mich und mein Leben hoffe, ist, dass ich kein kleiner Junge mehr bin. Und ob es gereicht hat, irgendwann ein Mann zu sein, das ist immer noch ein Wunsch von mir. Aber da gucken wir mal gemeinsam drauf, ob das auch geklappt hat. Jetzt natürlich die spannende Frage, warum weißt du das nicht? Ganz klar, ich bin kein Experte auf dem Thema, war es nie gewesen. Mein Steckenpferd ist das Thema Krafttraining, Ernährung etc. pp. Und umso glücklicher bin ich natürlich, dass dieser Part heute nicht bei mir liegt, sondern dass wir viele andere tolle Männer haben, die euch auch einen guten Rahmen vorgeben, was vielleicht aber das Thema Männlichkeit grundsätzlich angeht. Auf der anderen Seite, ich bin auch kein Keynote-Speaker und auch kein Motivationstrainer. Das habe ich auch, glaube ich, eingangs schon gesagt. Alles kommt jetzt hier aus dem Herzen und es ist der Versuch, diese Reise zusammenzufassen und etwas Nützliches euch mit auf den Weg zu geben. Denn um nichts anderes geht es heute, um euch sozusagen, um die Leute, die sich weiterbilden wollen. Und von daher habe ich tatsächlich keine ausformulierte, perfekte Antwort. Ich habe eine Antwort auf meine Frage gefunden und diese Antwort werde ich auch am Ende mit euch teilen. Vielleicht könnt ihr aber auch schon mittendrin ein bisschen heraushören, was ich glaube, was einen echten Mann ausmacht. So, jetzt die spannende Frage. Okay, Sead, was machst du denn jetzt hier überhaupt? Was verschafft mir also die Ehre? Den Ursprung oder einen der Ursprung finden wir hier in diesem Bild. Auf dem Bild sehen wir hier Christian Pessing, der uns alle wahrscheinlich aufklärt, was das Thema
Sexualerziehung angeht. Schauen wir ein bisschen weiter links im Bild, da finden wir den Martin Büttner, der das Ganze hier mitorganisiert. Ein bisschen weiter rechts vom Martin ist der Martin Rheinländer. Den kennen sicherlich auch sehr viele von euch, von Männlichkeit stärken. Aber die wahre Natur liegt natürlich hier hinten rechts, allen uns bekannt, das ist John. Zu John bin ich im Jahr 2014 gekommen, über meinen mittlerweile guten Freund und lange Zeit Lebensmentor Chris Mulzer, der damals, als ich quasi als junger Bub zu ihm gekommen bin, meinte, hey Seat, du solltest mal ein bisschen versuchen zu modeln. Kennst du den John eigentlich schon? John ist ein bisschen affin mit der Kamera. Geh doch mal einen Tee bei dem trinken und hör dich mal um und hol dir mal eine zweite Meinung ein und ob du nicht vielleicht dich selber als Fitnessmodel probieren, oder nee, Fitness war damals noch überhaupt gar keine Rolle, ob du dich nicht grundsätzlich als Model probieren solltest. Der nächste Grund ist dieser Typ in den schönen roten Shorts. Das bin ich. Zwar muss ich ehrlich gestehen, dass ich mir ein bisschen die Finger umkrempeln, wenn ich mich so sehe, und ich möchte auch nie wieder da sein, wo ich damals war. Nichtsdestotrotz ist das Teil des Prozesses gewesen. Ich war unglaublich froh, an diesem Tag auch da zu sein, denn der Tag hat zumindest mein Leben drastisch verändert. Vor allem der Vortrag damals von Moritz Bauer, der damals den Initialschuss in mir ausgelöst hat, endlich mehr Verantwortung für mich und mein Leben zu übernehmen. Und ich sitze quasi in der ersten Reihe ganz gespannt, so wie es ganz viele Leute heute vor dem Bildschirm tun und vielleicht eines Tages auch wieder im Raum machen. Und darum soll es heute gehen. Es soll um die Transformation gehen. Vielleicht kennt ihr mich ein bisschen so aus dem Internet. Bestimmt, vielleicht hat irgendjemand auch schon ein Buch von mir zu Hause. Einer hat es auf jeden Fall schon gehabt. Vom Technik-Support, das habe ich schon gesehen. Ansonsten seid ihr vielleicht mehr oder weniger freiwillig oder unfreiwillig mit mir in Berührung gekommen. Aber das ist das große Thema. Ich möchte über Transformation sprechen, die dafür verantwortlich war. Ich weiß es nicht, ob ihr mich jetzt hier noch seht. Ich glaube, ich bin jetzt davor. Kann ich mich ein bisschen kleiner machen. So, dann kann man auch meinen Körper ein bisschen sehen. Das linke Bild ist aus dem Jahr 2014 und das ist kurz auf entstanden, kurz bevor ich mit dem Training angefangen habe. Ich hatte eine schwere Schulterverletzung, aus der ich mich gerade regeneriert habe. Rechts auf meiner Schulter sieht man auch noch meine große Narbe, die meine Schulter komplett überstrahlt sozusagen. Und ich hatte damals eine Schulter-Eckgelenksprengung und die Ärzte haben zu mir gesagt, hey, du wirst nie wieder schwer deine rechte Schulter belasten werden können. Und ich habe quasi Tränen geheult und gefragt, ja, ich möchte doch aber Krafttraining machen. Sagt, ja, das kannst du dir abschminken, das wird nichts. Und das habe ich nicht nur einmal, das habe ich direkt dreimal gehört. Ich habe in diesem Zeitpunkt mein Studium beendet, weil ich keinen Sinn gesehen habe, stumpf weiter zu studieren. Ich habe da keinen Sinn gesehen, ich hatte auch keine Ausbildung und habe mich im Grunde von Nebenjobs über Wasser gehalten. Ich habe lange Zeit auf einem Bauernhof gearbeitet, auf einem Milchviehhof. Dann habe ich später in einer Abrissfirma gearbeitet, quasi richtig auf dem Bau geackert. Später habe ich die Zimmer im Hotel geputzt und ganz kurz davor, bevor ich dann Richtung Modeling gegangen bin, habe ich Zigaretten auf Partys versucht zu tauschen als Promoter gegen E-Mail-Adressen. Kurz nachdem ich das Bild aufgenommen habe, hat mich auch meine damalige Freundin, die ich für die Liebe meines Lebens gehalten habe, mit der ich den Rest meines Lebens verbringen werde, das erste Mal betrogen. Ich bin danach in eine große Depression gefallen. Wir haben aber zusammen gewohnt und ich habe mich nicht getraut, von ihr zu trennen, bis sie mich Jahre später ein zweites und ein drittes Mal betrogen hat. Und ich dann, ja, ich glaube nicht mal dann hatte ich die Eier gehabt, mich loszulösen, sondern sie hat einfach gesagt, ja, lass mich in Ruhe, Seat, ich gehe zu dem nächsten Typ. Ich habe keine Lust mehr auf dich. Und das ist eine, ja, wenn ich mich hier sehe, dann sehe ich mich sehr als Junge, sehr naiv, sehr verloren auch vor allem. Während natürlich die Transformation rechts aus meiner Sicht der Dinge nichts mit der Muskulatur zu tun hat oder mit dem Grad an Körperfettanteil, den ich erreicht habe, sondern vor allem hat sich mein inneres Weltbild sehr stark verändert. Brust raus und ich attackiere das Leben mit all seinen Hindernissen und Hürden. Und nichts anderes ist im Grunde, ach so, die Frage auch noch, die kommt häufig. Es waren tatsächlich nicht die Steroide, die für meine Transformation gesorgt haben, denn dann könnten wir, glaube ich, jetzt an der Stelle das Ding hier komplett dicht machen und die schönen Erlebnisse des Kraftsports hätte ich wahrscheinlich niemals erfahren, die ich heute auch mit euch teilen möchte. Und das ist natürlich die große Frage, ob es nicht viel eher darum geht. Wir sind alle vielleicht bestrebt, eines Tages ein Mann zu sein und archetypischen Geschichten oder Personen zu folgen wie Herkules, während wir meistens uns, wenn wir ehrlich sind, doch oder mehr Ähnlichkeit haben mit Peter Pan. Peter Pan, der in seiner eigenen Welt lebt, der auf seinem Luftschloss umherträumt, der tagträumt, der sich aus der Realität entzieht, aus Angst und sich nicht dem realen Leben stellt, sondern sich lieber mit Tinker den ganzen Tag beschäftigt, was wahrscheinlich eine große Metapher für Pornografie ist oder Social Media, Likes, Kommentare etc. pp. Und wir uns im Grunde wegducken vor dem realen Leben und den realen Herausforderungen, die das Leben zu bieten hat und auch das reale Glück, was das echte Leben tatsächlich mit sich bringen kann.
Und in meinen Augen ist auch jemand wie Herkules, der hier den Cerberus bekämpft und nach einem langen Leben des Kämpfens und des Haderns sich auch die Gunst der Götter verdient hat, was wahrscheinlich auch wieder nur eine große Metapher für das Leben generell ist, so dass er zumindest sich die Gunst der Götter, wie gesagt, erarbeitet hat und für immer in die Geschichte eingegangen ist, als jemand, der sich tatsächlich dem Leben stellt und an dem Leben gewachsen ist. Ganz kurz, wer bin ich? Was mache ich jetzt ganz genau? Ich bin Autor, eigentlich ehemaliges Fitnessmodel, weil ich mein Fitnessmodel-Dasein für den guten Zweck an den Nagel gehangen habe. Kommen wir auch hinten draußen noch ein bisschen darauf zu sprechen. Und Coach. Meine berühmtesten Bücher sind die Fitnessfibel 2.0, beziehungsweise davon die Frauenversion, die Female Fitnessfibel. Ich bin Betreiber des Podcasts No Bullshit Body, Klartext auf dem Weg zum Traumkörper. Der zweitmeistgehörteste Kraftsport-Podcast in der Dachregion. Vor mir ist noch der gute Marc von Marathon Fitness. Aber das ist auch alles in Ordnung so. Wir haben mehr als genug Zuhörer, was unglaublich Spaß macht. Außerdem habe ich mit meinem besten Freund, den ich länger kenne, als ich ihn nicht kenne mittlerweile, Quantum Leap Fitness gegründet. Und das ist der Hauptfokus unserer aktuellen Arbeit. Wir stellen wissenschaftlichen Formeln basierende Supplemente her. Dort sind alle unsere Produkte von Zubehör bis unsere weiteren Bücher, beziehungsweise die weiteren Bücher, die ich geschrieben habe. Dort ist auch mein Blog. Und grundsätzlich lässt sich meine und somit auch unsere Arbeit damit zusammenfassen, dass wir allen Leuten den Kraftsport und vor allem die Leidenschaft zum Kraftsport näher bringen. Das heißt Muskulaturaufbau, Fettverlust, wie man das Thema Ernährung wirklich versteht und vor allem frei von irgendwelchem Quatsch und BS, so wie der Podcast auch schon heißt, sondern ganz viel Wissenschaft, ganz viel Erfahrung. Und auch hier sehe ich den zweiten großen Grund, warum ich das Vergnügen und die Ehre tatsächlich habe, mit euch heute zu sprechen, sind meine größten weltlichen Erfolge. Und das ist quasi was vor und nach der Brücke passiert ist. Nach der Brücke ist quasi diese Zusammenfassung meiner weltlichen Erfolge. 2017 ist die Fitnessfibel 2.0 erschienen. Seitdem hat sich das Buch über 250.000 Mal verkauft. Wir sind verantwortlich, und da bin ich am meisten stolz drauf, für über 10.000 erfolgreiche Transformationen, die wir so in einer oder anderen Art und Weise entweder auf einem Instagram gepostet haben, in unseren Gruppen und auf unseren Seiten ganz klar einsehbar sind. Ich stecke natürlich tief drin in der ganzen Fitness-Thematik und kann mit Stolz behaupten, dass wir zu den führenden Coaches gehören weltweit, was einfach die reine Qualität und auch Quantität der reinen körperlichen Transformation unserer Leser angeht. Und hier ist auch ein Bild vom letzten Jahr, wo wir einige Leser einfach mal bei uns ins Büro eingeladen haben, um einfach zusammen zu feiern, wie toll doch alles geworden ist, wenn man sich den großen und schweren Aufgaben im Leben stellt. Ich wurde 2017 mit dem New Body Award von McFit verliehen. Das Ganze hat mir dann auch dieses schöne Plakat eingebracht, und der New Body Award war damals der Preis für die beste Transformation von allen Mitgliedern aus 25 Jahren McFit. Ich bezweifle, dass ich tatsächlich die beste Transformation hatte von allen Mitgliedern. Ich war aber mit den nun folgenden Prinzipien einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort und habe dann diesen Preis verliehen bekommen. Ich war auf diversen Covern von Fitnessmagazinen drauf und gefeatured oder auf diesen europaweiten Plakaten abgelichtet. Und tatsächlich, während die ganze Welt in einer großen Krise war, haben wir es geschafft, mit den folgenden Prinzipien und Thesen, die ich gleich aufstellen werde, unser Unternehmen in die Top 5 umsatzstärksten Unternehmen in Deutschland zu bringen, was man als Erfolg, glaube ich, interpretieren könnte. Huch. So. Und das ist es. Jetzt sind wir bei diesem komischen, abstrakten Thema angekommen. Meine bzw. eine Philosophie fürs Leben. Ich bin vor Jahren über ein Zitat, über eine Geschichte gestolpert. Ich glaube, das war in dem Buch Mastery, aber nicht von Robert Greene, sondern so ein rötliches. Könnt ihr gerne danach auch googeln. Das ist ein sehr gutes Buch. Und da ging es darum, wie man Meisterschaft im Leben erreicht. Und das war eines meiner größten Painpunkte, die ich jemals hatte. Wie kann ich endlich vorankommen im Leben? Wie erziele ich endlich meinen Durchbruch? Was sind die Muster, die all die erfolgreichen Persönlichkeiten teilen? Warum bin ich so frustriert? Warum komme ich nicht voran? Warum sind es immer all die anderen, die irgendwie was Tolles erreichen, während ich auf der Stelle trete, körperlich keinen Erfolg habe, finanziell keinen Erfolg habe, in Beziehung keinen Erfolg habe und irgendwie die ganze Zeit nur vor mir hin dümpel. Und dann bin ich darauf gestoßen. Die Geschichte ist kurz zusammengefasst. Es gibt mehrere Interpretationen dieser Geschichte. Es kommt aus dem Zen-Buddhismus, dass der Novize zum Meister quasi kommt und den Meister fragt, der erleuchtet ist: Was ist dein Geheimnis? Was machst du anders als wir alle anderen? Und die eine Antwort davon ist, meine täglichen Aktivitäten sind nicht ungewöhnlich. Meine übernatürliche Kraft und wunderbare Tätigkeit, Wasser tragen und Holz hacken. An anderer Stelle lässt sich das mal zusammenfassen mit einfach diesen beiden kurzen Sätzen. Vor der Erleuchtung hacke Holz und trage Wasser. Nach der Erleuchtung hacke Holz und trage Wasser. Und was genau damit auf sich hat und warum das Leben verändert,
das schauen wir uns jetzt im Detail an. Ich muss jedoch jetzt einen Disclaimer machen. Deine Realität ist nicht meine und meine Realität ist ebenfalls nicht die deinige. Ich sage das, weil ich grundsätzlich ein Mann der Wissenschaft bin. All meine Bücher, all meine Behauptungen, all meine Thesen beruhen auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Im besten Falle sind das Meta-Analysen und systematische Auswertungen, die einen sehr hohen Evidenzgrad haben. Ich finde es töricht, allerdings zu behaupten, dass ich das Leben irgendwie herausgefunden hätte, dass ich weiß, wie dieses Ding hier funktioniert. Ich sehe Muster, über diese Muster reden, werden wir gleich sprechen. Ich möchte aber niemanden belehren. Ich möchte niemanden sagen, das ist, wie du dein Leben leben solltest oder das ist vielleicht auch der weltliche Erfolg, der erstrebenswert ist oder was auch immer, überhaupt gar nicht. Ihr könnt mit den Dingen, ich werde gleich ein paar Dinge sagen, die vielleicht durchaus provokant für euch sind, die vielleicht auch ein bisschen wehtun werden, und da könnt ihr sagen, hey, Sead, da gehe ich überhaupt nicht mit. Das ist mir viel zu extrem. So möchte ich mein Leben nicht leben. Sag ich, alles klar, wunderbar, finde ich auch alles vollkommen in Ordnung und ich bin nicht hier, um euch in irgendeiner Art und Weise zu belehren. Nichtsdestotrotz, und ich finde dieses Bild sehr aussagekräftig, war ich in einer Position, wo ich mehr wollte. Ich wollte nicht nur nach den Sternen greifen, ich wollte im Grunde nach dem Universum greifen. Ich wollte nicht größer oder besser oder sonst was als irgendjemand sein, sondern ich habe gemerkt, ich habe diesen tiefen inneren Wunsch, etwas aus mir zu machen. Ich wollte wissen, was quasi die Götter für mich in petto hatten. Mein Potenzial, wo ist das Potenzial? Und ich habe häufig nicht die Antworten gefunden, die ich aber so bitter nötig gehabt habe, weil viele Dinge verschönt wurden, weil viele Dinge vielleicht nicht beim Namen genannt wurden, das dazu geführt hat, dass ich lange Zeit sehr frustriert und depressiv durchs Leben gewandert bin, während ich dann die Dinge auf die harte Tour lernen musste. Und von daher kein Disclaimer auf Korrektheit von dem, was jetzt hier grundsätzlich folgt. Also, darum geht's. Wie wird man erfolgreich? Wie schafft man es? Wie hat man quasi den eigenen Durchbruch? Und was das Thema Persönlichkeitsentwicklung angeht, habe ich ja schon gesagt, ich habe im Grunde alles durch. Die typischen Klassiker sind so Sachen wie das hier. Ja? Okay, wir lesen Tim Ferriss und sind vielleicht davon überzeugt, unser Leben komplett outsourcen zu lassen nach irgendeiner Assistenzkraft in Indien. Ja, alles klar. Und ich arbeite nur noch 4 Stunden die Woche. War damals total ein Thema für mich. Fand ich super geil, nur noch 4 Stunden die Woche zu arbeiten. Heute habe ich Angst davor. Ich würde sagen, ich würde mich zum Tode langweilen, wenn ich nur 4 Stunden die Woche arbeiten müsste. Das ist in meinen Augen kein erstrebenswertes Leben. Aber spielt auch keine Rolle. Dann Dinge wie Rich Dad Poor Dad, alles klar, raus aus dem Arbeitnehmertum und hin zum Investor. Mit Immobilien am besten. Und dann schaffe ich es auch finanziell. Das Café am Rande der Welt war lange, lange, lange Zeit eines meiner Lieblingsbücher. Und ich habe nach wie vor riesengroßen Respekt vor John Strzelecki als Person und von seiner kreativen Schaffensarbeit, die er in der Lage ist, zu erbringen. So, wir haben festgestellt, dass bei Sead das Internet gerade schwächelt und telefonieren mit ihm. Bin ich wieder zurück? Ich glaube, ich bin wieder da, ne? Kann das sein? Du bist wieder da, Sead, ja. Okay, wunderbar. Furchtbar. Jetzt komme ich langsam zum Spannungsbogen und dann bricht das Internet ab. Ich bin jetzt am Telefon drin. Das heißt, ich bin jetzt unabhängig von meiner Leitung hier und ich glaube, ich habe noch 30 GB Datenvolumen übrig. Das müsste also reichen. Okay, also machen wir gleich zurück und verschwenden wir keine Zeit. Bildschirm freigeben. So, hier waren wir stehen geblieben. Und Martin, kannst du mir noch mal kurz einen Daumen nach oben geben, wenn man meinen Bildschirm jetzt sieht? Alles klar, wunderbar. Okay, dann ich glaube, ich mache mich hier wieder ein bisschen klein, dass ihr wieder die Folien seht. Ich weiß nicht, ob ihr euch selbst seht. Ich bin mir unsicher, ich mache euch wieder klein, aber ich habe auf jeden Fall ein Feedback, dass ich live bin. Okay, also wir waren hier kurz eben stehen geblieben, wo es um die Bücher geht. Und wie jemand, der dann auch auf Workshops geht, wie zum Beispiel die Mannsein-Konferenz oder auf NLP-Weiterbildungsseminare, ich war jemand, der total spitz darauf war, das Geheimnis zu finden. Was machen die anderen Leute nur anders als ich, dass sie in irgendeiner Art und Weise einfach mit ihrem Leben vorankommen? Ich war besonders interessiert an diesen Hacks immer. Zum Beispiel meditieren oder Biohacking oder was ist die Morgenroutine der Millionäre? Was ist die Morgenroutine eines waschechten Fitnessmodels? Vielleicht Disclaimer, ich stehe morgens auf, gehe auf Toilette, mache mir einen Kaffee und fange meistens an zu arbeiten. Ich habe keine besondere Morgenroutine. Ich habe von manchen erfolgreichen Bloggern auch aufgeschnappt, dass sie mit LSD in Mikrodosen arbeiten, in der Hoffnung, mehr Motivation und mehr Kreativität oder grundsätzlich einen höheren Grad an Inspiration zu erreichen. Da habe ich ein bisschen vor Angst gehabt, aber ich habe auch lange Zeit gedacht, vielleicht muss ich einfach ein bisschen LSD nehmen und dann wird er mit deinem Leben schon irgendwas. Der Nächste hofft vielleicht, dass man mit einer Ayahuasca-Erfahrung endlich
den Hinweis, den Arschtritt bekommt vom Leben selbst, Mutter Natur sagt dir, das musst du im Leben machen. Danke Natur, dass ich jetzt endlich weiß, was ich mit mir und meinem Leben machen soll. Bulletproof Coffee ist auch ein typisch dieser Unternehmer-Dinge. Ja, trink dein Bulletproof Coffee und dann läuft der Hase von selbst quasi schon. Was ich ganz furchtbar finde, ist, Erfolg ist ein Geburtsrecht oder das Gesetz der Anziehung, hatten wir eben schon davon gesprochen, oder der Glaube, dass irgendwie schon alles von alleine gut wird und dass man einfach nur Glück haben muss im Leben. Was war es denn aber dann, was mich quasi aus der Miserie geholt hat, was dafür gesorgt hat, dass ich all meine weltlichen Dinge erreicht habe und auch innerlich heute sagen kann, mein Leben ist extrem geil geworden, ich möchte mit niemandem auf der Welt mehr tauschen, es hat sich alles gelohnt, jede einzelne Sekunde war es wert und es ist geil, am Leben zu sein, mit jeder einzelnen Faser meines Körpers. Es war harte Arbeit. Und zwar harte Arbeit, vor der ich mich jahrelang weggeduckt habe. Harte Arbeit heißt hier im Grunde nichts anderes, außer viele fokussierte Stunden auf eine Sache und das über viele Jahre hinweg in Kombination mit viel Selbstdisziplin. Und genau darum gehen jetzt meine drei großen Thesen. These Nummer 1, turn pro. Zweitens, act on it. Und drittens, Disziplin und Geduld als leitende Tugenden im Leben. Damit steigen wir jetzt ein. Das ist quasi jetzt der erste richtige Punkt. Der Rest war jetzt Setting sozusagen und jetzt sind wir mitten in der Thematik angekommen. Turn Pro ist meiner Meinung nach der Ursprung allen Gutens im Leben, beziehungsweise allen Erfolgs im Leben. Und meine These lautet, wer sich auf Motivation und Inspiration verlässt, der ist verloren und dem ist im Grunde wenig zu helfen im Leben. Meine Grundannahme ist, dass wir alle selbstverständlich Träume und Wünsche haben im Leben. Der eine möchte mehr Geld verdienen. Der nächste möchte sein Geld, was er jetzt hat, im Internet verdienen oder um die Welt reisen und so sein Geld verdienen. Der nächste möchte vielleicht Künstler werden, Musiker. Ich habe jetzt hier einen Rockstar abgebildet. Ich glaube, das ist ein Gitarrist von Metallica. Sagt, ja, ich möchte wirklich mit meiner Musik erfolgreich sein. Der nächste ist vielleicht wie ich und sagt, ich möchte als Autor erfolgreich sein. Ich möchte mit meinen Worten und meinen Gedanken die Welt ein kleines bisschen verändern, zum Besseren. Ich möchte meine kleine Delle ins Universum hauen und dafür sorgen, dass der Ort, diese Welt ein etwas besserer Ort geworden ist, weil ich da gewesen bin. Der Nächste sagt, ich möchte aus meinem Körper raus, ich möchte mich endlich verändern und ich möchte auch körperlich das repräsentieren, was ich eigentlich wirklich bin. Das Problem ist, nur die wenigsten von uns erreichen jemals überdurchschnittliche Resultate sozusagen. Und während all dieser Zeit über diese Brücke von damals 2015 zu jetzt 2021 war ich wahrscheinlich wie kein Zweiter, den ich persönlich kenne, auf der Suche nach Mustern. Was sind es, was andere Leute, die erfolgreich machen, anders machen? Okay, jetzt haben wir hier Jeff Bezos, das ist natürlich ein Paradebeispiel, ist nicht nur der eine aus 100, ist der eine aus 7,5 Milliarden oder wie viele Menschen wir insgesamt, ich weiß nicht ganz genau. Ich bin aber auf der Suche gewesen nach all den Dingen, die diese Persönlichkeiten vor allem in den kleinen Momenten preisgegeben haben. Das geht jetzt, ich habe jetzt irgendwelche Persönlichkeiten einfach reingemacht. Cristiano Ronaldo, Kobe Bryant hat mich lange Zeit oder immer noch eine meiner größten Inspirationen. Johann Wolfgang von Goethe zähle ich absolut mit rein als eine herausragende Person, von der wir auch heute noch sehr viel lernen können. Arnold Schwarzenegger, ganz klar. Ich habe hier aber auch bewusst deutsche Trap-Rapper reingenommen, wie jetzt UFO 361, wo sich wahrscheinlich jeder an den Kopf fassen würde, weil er den ganzen Tag darüber rappt, wie er Drogen nimmt, wie er Kodein trinkt und wie er irgendwelche Bitches im Club quasi wegflankt und die ganze Zeit nur sein Geld zählt. Wenn man aber genauer hinguckt, wird man feststellen, dass es selbst bei diesen Künstlern eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was sie sagen und dem, was sie letztendlich tun. Das ist, glaube ich, der ganz große Unterschied und darum geht es jetzt. Also, was ist der Unterschied? Was macht grundsätzlich einen Amateur von einem Profi aus? Was macht jemand aus, der im Fitnessstudio trainiert und jahrelang keine Resultate erzielt, zwischen einer Person wie mir, die mit eher minus 5 gestartet ist, weil ich ja meine große Schulterverletzung hatte und letzten Endes hin den Erfolgsgipfel als Fitnessmodel zumindest in Deutschland bis zur Spitze bestiegen habe. Was ist also der Unterschied? Was ist die treibende Kraft dahinter? Es ist meiner Meinung nach das Professional Mindset. Es ist die feste Entscheidung, von jetzt an Profi zu sein, sich und das Leben selber ernst zu nehmen. Lange Zeit, bevor ich auch nur den kleinsten Auftrag als Fitnessmodel habe, war der allererste Satz, den ich mir morgens gesagt habe nach dem Aufstehen, ich bin Fitnessmodel, ich bin professionelles Fitnessmodel und ich lebe meinen Tag so, als wäre ich ein professionelles Fitnessmodel. Später habe ich diesen Satz geändert, nachdem ich dieses Ziel erreicht hatte. Ich
bin ein professioneller Autor. Ich schreibe hauptberuflich. Ich verdiene damit mein Geld. Ich verändere damit die Welt in einem kleinen bisschen. Es ist das Professional Mindset. Mehr darüber könnt ihr nachlesen in dem Buch The War of Art. Und dieser Punkt lässt sich damit zusammenfassen. Stephen Pressfield schreibt oder nennt das: There's a secret that real writers know that wannabe writers don't. And the secret is, und das ist so wahr, es gibt ein Geheimnis, was wir, die zum Beispiel die erfolgreichen Autoren, wissen, was die meisten Amateure im Schreiben oder Amateurautoren nicht wissen oder was sie einfach nicht wahrhaben wollen. It's not the writing part that's hard. What's hard is sitting down to write. Es ist der Akt des Startens, des nicht dauernd Aufschiebens. Wir finden das, und ich finde das sehr spannend, ich hatte ja gesagt, dass es Muster sind, die sich meiner Meinung nach schon immer durch unsere Menschheitsgeschichte durchgezogen haben und wo wir schon immer die Frage hatten an das Leben selbst, wie kommen wir denn wirklich voran? Und besonders wird dieses Scheitern so sehr häufig mit der Hölle gleichgesetzt und mit den Dämonen, den inneren Dämonen, die uns abbringen wollen von dem Weg, ich weiß ja nicht, zur Glückseligkeit und zu Jesus Christus und zu einem frommen Leben, was aber, wenn man genauer hinguckt, auch meiner Meinung nach, nur eine riesengroße Metapher ist, vielleicht für ein erfülltes Leben oder für das Leben, was man hätte leben können. Und dass es diese niedrigen Dinge sind, die einen vom Leben abhalten. Hier haben wir das Bild von einem Mann und der Teufel bezirzt ihn, ne, legt ihm schon die Schlinge um den Hals und sagt, vertrau mir noch ein bisschen mehr, vertrau mir noch ein bisschen mehr und dann habe ich dich und dein Leben ist endlich vorüber und du hast es nicht geschafft, aus dir selbst auszubrechen. Steven schreibt dazu, turning pro is like kicking a drug habit or stopping drinking. It's a decision which we must recommit every day, each day und so weiter und so fort, habt ihr sicherlich gelesen. Und das ist meiner Meinung nach das Fundament allen Gutens im Leben. Hier sind meine Turning Pro. Entschuldigung, dass ich jetzt schon wieder von mir sprechen muss und meinen Erfolgen sozusagen. Aber ich möchte das Ganze ein bisschen entmystifizieren, denn das ist etwas, was ich damals sehr bitter nötig gehabt hatte. Dieser Erfolg kam nicht über Nacht. Dieser Erfolg war auch kein Zufall. Dieser Erfolg beruht darauf, dass ich jetzt 2017 8 Bücher veröffentlicht habe mit im Schnitt 800.000 Wörtern insgesamt. Das sind natürlich die Skripte, die nicht veröffentlicht wurden, alles, was ich überarbeiten musste. Seit der Zeit, der 2018, habe ich 85 Blogartikel veröffentlicht. Insgesamt sind das nochmal 255.000 Wörter. Ich habe 145 Podcast-Episoden je 40 Minuten aufgenommen. Das sind ohne Vor- und Nachbereitungszeit sind das 100 Stunden, die aktuell live sind. Ich halte seit 2018 für unsere Leser und für unsere Leserin 2 feste Live-Webinare, komplett kostenlos. Und das macht insgesamt 350 Stunden seit 2018, die ich einfach investiert habe, nur damit bereits Kunden, die bei uns gekauft haben, für ein Buch, was im Grunde kein Geld kostet, dass sie kostenlos, ich helfe ihnen immer noch weiter. Also alles klar, komm, lasst uns mal ein bisschen quatschen, wie ich euch noch weiterhelfe. Und seit 2014 habe ich ungefähr 3.500 Stunden ins Krafttraining, ins reine Trainingszeit investiert. Die Zahl könnte man locker mal verdoppeln, wenn es auch noch Vorbereitung, also Vor- und Nachbereitung geht und wahrscheinlich verdreifachen, wenn es um das ganze Thema Ernährung geht. Und die Wahrheit ist, die meiste Zeit davon war ich absolut unmotiviert. Es ist dieser Glaube, dieses Amateur-Mindset, dass man glaubt, man muss immer inspiriert sein. Man müsste immer motiviert sein. Es müsste immer alles leicht gehen. Asiat hat irgendwann der Blitz getroffen. Irgendwann kam der große Aha-Moment und seitdem ist er inspiriert. Und das ist eine absolut toxische Lüge, die dafür sorgt, dass noch ganz, ganz viele Männer von uns ganz, ganz lange frustriert ihre Zeit auf diesem Planeten absitzen werden, weil sie quasi einfach warten und beten, dass irgendwann der Blitz der Erleuchtung und der Motivation über sie kommt, aber er wird nicht kommen. All das beginnt natürlich, diese Entscheidung beruht auf radikaler Selbstverantwortung. Und hier ist ein Zitat von Dostojewski, der gesagt hat, there's only one way to salvation, also nur ein Weg zur Erlösung, und das ist das richtige Wort, Erlösung mit sich selbst und dieser Welt. And that is to make yourself responsible for all man's sins. Er geht nicht nur so weit zu sagen, du bist schuld für alles, was in deinem Leben passiert ist, du bist auch schuld, was grundsätzlich überhaupt alles jemals passiert ist. Und das ist natürlich ein Extrem, darüber könnte man argumentieren, ob das wirklich so extrem sein muss. Aber auch ich habe in meinem Leben und als Coach, als Autor, als Fitnessmodel nur erst dann die Erlösung gefunden, als ich gesagt habe, ich bin für alles schuld. Es ist alles meine Schuld. Es ist meine Schuld, dass mich meine Freundin verlassen hat. Es ist meine Schuld, dass mich meine Freundin betrogen hat. Es ist meine Schuld, dass meine Firma nicht gut funktioniert. Es ist meine Schuld, dass ich ein schlechter Freund bin. Es ist meine Schuld, dass ich mittelmäßige Resultate im Training erziele. Es ist meine Schuld, wenn ich schlechte Rezensionen bekomme auf meine Arbeit. Alles ist meine Schuld. Was kann ich jetzt machen, um es besser zu machen?
Man cannot remake himself without suffering, for he is both the marble and the sculpture. Selbstverantwortung beginnt dann meiner Meinung nach mit den Entscheidungen. Den kleinen Entscheidungen, die man jeden Tag treffen muss. Das sind zum Beispiel Entscheidungen wie jeden Tag bis mittags ausschlafen. Sehe ich zuhauf, dauernd. Oder die Entscheidung, 30 Stunden die Woche PlayStation zu spielen. Die Entscheidung, jeden Tag bis 2 Uhr morgens wach zu bleiben, um dann Punkt 1, jeden Tag bis mittags zu pennen und nichts hinzukriegen. Die Entscheidung zu lügen, anstatt die Wahrheit zu sagen. Ich habe auch Freunde im Pan gesehen, die Entscheidung, ohne Kondom mit fremdem Sex zu haben und dann ungewollt Vater zu sein. Das ist eine Entscheidung, die schallt in die Ewigkeit. Die Entscheidung, 5 Gramm Gras beim Dealer zu kaufen für einen lustigen Abend. Die Entscheidung, morgen statt heute zum Training zu gehen. Oder die Entscheidung, sich nicht weiterzubilden, sondern, ja, keine Ahnung, Game of Thrones zu gucken oder was auch immer. Und das ist ultimativ nichts anderes, außer die Entscheidung, erfolglos zu bleiben. Kleine Entscheidungen machen das große Leben aus. Und es sind diese vielen kleinen täglichen Entscheidungen, die die treibende Kraft für die Richtung unseres Lebens sind. Viele Leute denken zwar so weit bis an den Tellerrand hinaus und sagen, naja, diese Entscheidung hat eine Konsequenz. Das stimmt aber nicht. Jede Entscheidung bringt zwar eine Konsequenz mit sich, aber die Konsequenz bringt auch die Konsequenz aus der Konsequenz mit sich. Wenn ich sage, alles klar, heute arbeite ich nicht an mir, meinem Traum, meinem Körper, was auch immer, dann schiebt man das nicht nur einen Tag auf, sondern man verschiebt auch noch all die anderen vielen Dinge auf, die man hätte tun können. Man schiebt all das Potenzial noch weiter nach hinten auf, was ich hätte entfalten können. Es ist der Butterfly-Effekt, so wie der Film mit Ashton Kutcher. Ich glaube nicht. Spielt auch keine Rolle, wie dieser Film Butterfly-Effekt. Und natürlich habe ich gute und schlechte Entscheidungen in meinem Leben getroffen. Und beide Entscheidungen hallen in die Ewigkeit. Beides kann ich nicht mehr ändern. Manche sind gut gewesen, auf die ich unglaublich stolz bin. Andere sind schlecht gewesen, von denen ich mir wünsche, dass es so nicht passiert wäre. Meiner Meinung nach, Fitness ist ehrlich. Und Fitness ist der weiseste und ehrlichste Lehrer, den ihr im Leben finden werdet. Man kann es nicht faken, besonders in Social-Media-Zeiten. Jeder ist ja Unternehmer, jeder ist ja erfolgreich, jeder hat die Fake-Rolex am Arm sozusagen. Ne? Aber was ist wirklich wahr? Man weiß es nicht, man lässt sich davon auch leicht zu beeinflussen. In meinen Augen, Fitness ist ehrlich. Einer der vielen Leute, die mich auch sehr inspiriert haben, ist Charles Bukowski. Und auf Charles Bukowskis Grab steht, don't try. Und er fasst das zusammen in einem Interview, in dem er quasi auch auf die Frage, wie man denn so ein erfolgreicher Künstler wie er wird, sagt er, versuch's erst gar nicht. Und er ist, ich weiß nicht, was ihn bis zum Lebensende zu dieser Überlegung bewegt hat. Der Grund dahinter ist, oder die Philosophie hinter dieser Antwort, don't try, dass er gesagt hat, ey, wenn es nicht aus dir von alleine kommt, dann kommt es gar nicht. Dann lass es, probier es erst gar nicht. Und der echte Profi kommt quasi alleine aus dir heraus. Du brauchst nicht versuchen, Disziplin aufzubauen. Entweder es kommt oder es nicht kommt. Davon muss man sich ganz klar distanzieren. Und ich weiß nicht, warum der ältere Bukowski sich geändert hat zu dem jüngeren Bukowski. Denn der Jüngere hat ganz klar gesagt, don't try, go all the way. If you're going to try, go all the way. Otherwise, don't even start. Und das ist die Entscheidung. Das ist der Moment, in dem man Turn Pro umsetzt. Ich gehe den ganzen Weg. Das ist mein Leben. Das sind meine Träume. Das sind meine Ziele. Ich stehe dafür jetzt ein, koste es, was es wolle. Und ich gehe den Weg bis zum Schluss. Ich versuche es nicht. Und das sehe ich halt bei unseren Lesern ganz häufig. Ich versuche ein bisschen abzunehmen. Ich versuche ein bisschen Muskulatur aufzubauen. Ich versuche, den Fernseher abends auszumachen. Was jetzt? Wirst du Muskulatur aufbauen im Training sein oder nicht? Wirst du Fett verlieren oder nicht? Wirst du den Fernseher ausmachen oder nicht? Wirst du an dir und deinen Zielen arbeiten oder nicht? Versuch es nicht. Mach es erst gar nicht, wenn du es nur versuchen möchtest. Go all the way oder erspar dir einfach diese Zeit, weil dann wird es eh umsonst gewesen sein. Also, Punkt Nummer 1 zusammengefasst, don't try, turn pro. Dann, wenn die Entscheidung gefallen ist, heißt es umsetzen. Act on it. Und das ist auch der Punkt, vor dem ich jahrelang am allermeisten Angst gehabt habe. Dieses Bild ist meiner Meinung nach sehr zutreffend, wie das Leben grundsätzlich mit uns spielt. Und auch schon Marcus Aurelius, der alte stoische Philosoph und Kaiser, hat gesagt, das Leben gleicht eher einem Ringkampf anstatt einem Tanz. Und genau so habe ich es auch die letzten Jahre beobachtet. Aber wenn man den Kampf kämpft, kann man auch tatsächlich gewinnen. Meine zweite These lautet, Ideen sind wertlos, einzig und allein die Umsetzung zählt. Hier an der Stelle, das wurde mir relativ früh gesagt, bevor ich meine Turn-Pro-Entscheidung für mich und mein Leben getroffen habe, das alles muss man nicht machen.
Ich weiß jetzt nicht, wie ihr euch jetzt gerade fühlt. Ich sehe es leider nicht. Wenn wir alle vor Ort wären, könnte ich zumindest ein bisschen ein haptisches Feedback dafür bekommen, ob ich euch nicht ein bisschen überfordere mit dem Gesagten. Mir wurde relativ früh gesagt von einem meiner großen Lebensmentoren, die auch unfassbar viel im Leben erreicht haben, sagt, hey, Sad, du musst das alles nicht machen. Du kannst dich zu Hause reinsetzen. Du kriegst genügend Geld vom Staat. Du kannst eine große Glotze hinstellen. Du kriegst auch relativ günstig eine PlayStation zu kaufen. Du kannst alle deine Wünsche in Form von Videospielen ausleben. Du brauchst nicht rausgehen und dich der Welt stehen. Du kannst die geilsten Frauen der Welt sehen und dir einen darauf abwichsen, so oft du willst. Und ich weiß nicht, wenn man nicht arbeiten geht oder nicht arbeiten möchte, wenn man Hartz IV quasi bekommt, was wir hier haben in unserem Land, ob es dann reicht, dass man sich immer das Essen liefern lassen kann. Aber es gibt auch Lieferservice. Und ich glaube, man muss auch tatsächlich das Haus nicht einmal mehr verlassen. Das heißt, man muss das alles nicht machen. Und viele Leute kommen dann auch und sagen, ja, es ist so hart. Nein, entspann dich. Du musst es nicht machen. Wirklich nicht. Es ist ein Geschenk, dass du es machen darfst. Aber niemand zwingt dich. Ich zwinge auch niemanden dazu. Bin ich gar nicht in der Position dafür. Aber wenn man etwas Großes erreichen möchte, und davon bin ich zutiefst überzeugt, muss man davon besessen sein und darum kämpfen. Ich habe, wie ich schon eingangs gesagt habe, versucht, auf mehreren Ebenen Beweise für dieses Mindset im Leben zu finden. Und nicht, ich hatte vorhin das Beispiel angebracht mit UFO, dem deutschen Trap-Rapper, der über Drogen und Bitches die ganze Zeit nur spricht sozusagen. Ich habe versucht, Muster zu erkennen. Was sagen die Leute im Stillen? Was gibt Preis auf ihr Mindset? Ich möchte natürlich jetzt ein bisschen auch mein Weltbild mit anderen Personen unterstreichen, die Ähnliches durchhaben. Erstes Beispiel, Brandon Bouchard. Kennen sicherlich einige Leute von euch aus der auch ebenfalls Produktivitätsecke, Persönlichkeitsecke, Unternehmertumsecke. Sehr, sehr, sehr erfolgreich aus Amerika. Und da ging es um die Frage zwischen Leidenschaft oder Besessenheit. Und auch ich habe das in meinem Leben erfahren, dass alle Leute froh sind, wenn du deine Leidenschaft im Leben gefunden hast. Ja, Sead, deine Leidenschaft ist, übers Training zu sprechen. Wunderbar. Deine Leidenschaft ist, Leuten zu helfen. Es ist deine Leidenschaft. Nein, es ist nicht meine Leidenschaft. Ich bin besessen davon. Und auch er spricht darüber. Und das ist ja was Negatives, was sozial nicht positiv anerkannt ist. When you're obsessed, das ist jetzt quasi ein Monolog, was er nachstellt. Leute sagen zu ihm, why are you so crazy? Why can't you be satisfied? Why do you always gotta get things so perfect? Why do you spend so much time here? When you're obsessed, people think you're nuts. Du bist verrückt. Mit dir stimmt irgendwas nicht. Und er schließt aber dann das Ding und sagt, if no one thinks you're crazy, you're not there yet. Zweites Beispiel, Kevin Spacey. Ich glaube, Kevin Spacey hat ein bisschen viel Schmutz an seinen Fingern. Ich bin jetzt auch kein großer Kevin Spacey-Fan. Das ist aber ein rares Interview, über das ich vor Jahren gestolpert bin. Und es ist die Antwort auf die Frage, in einem Interview, ich glaube, das ist in den 90ern irgendwann, auf die Frage, Kevin, wie wird man denn erfolgreicher Schauspieler wie du? Ich möchte auch Schauspieler werden wie du. Und er hat eine ganz klare Antwort. Er sagt, I mean to want and to be ambitious and to be successful is not enough. That's just desire. Und das ist auch das, was ich häufig bekomme. Ich möchte auch so aussehen wie du. Deswegen heißt es nur ein Wunsch. Wünsche haben wir alle. Wir alle wollen mehr Geld haben. Wir alle wollen irgendwie Erfolg in unserem Leben haben. Wir alle möchten ein guter Freund sein. Wir alle möchten irgendwie ein bisschen fitter sein. Wer würde dazu Nein sagen? Aber das ist nicht, was den Unterschied ausmacht. Und er fasst das zusammen. To dedicate every breath in your body. Du musst besessen davon sein. Vincent van Gogh, I put my heart and soul into my work. Alles, was er hatte, and I've lost my mind in the process. Ich finde dieses Zitat sehr spannend und über die zweite Hälfte könnte ich auch Ewigkeiten reden, aber so viel Zeit haben wir heute nicht. Randy Pausch, leider schon tot. Er wurde gefragt, wie er denn so erfolgreich geworden wäre. What's your secret, wurde Randy gefragt. Er hat gesagt, it's pretty simple. Call me any Friday night at 10 o'clock in my office and I'll tell you. Und abschließend möchte ich mit Ed Sheeran, ich glaube, von diesem Bild her, der Stereotyp eines Nice Guys, ne, der Typ, der kann doch nichts, der steckt doch nichts Böses dahinter, beziehungsweise keine Absicht, keine Plan, der hat doch nicht Faust hinter den Ohren sozusagen. Doch hat er. Er wurde gefragt, auch an einem raren Interview, hey Ed, ich bin auch Musiker, wie schaffe ich es, so erfolgreich zu werden wie du? Er, ganz klare Antwort, put in your 10.000 hours. Mach 10.000 Stunden genau das. Write as many songs as possible, gig as much as possible. Und das bringt mich jetzt zu dem Hauptpart des Act On It. Es ist die 10.000-Stunden-Regel. Mein Lebensmentor, hatte ich eigentlich schon gesagt, Chris Mulzer, hat das damals auch mir auch gesagt.
Du willst etwas im Leben erreichen, mach es 10.000 Stunden. Die 10.000 Stunden-Regel oder Hypothese wurde aufgestellt von Anders Ericsson, der sich quasi die erfolgreichsten High-Performer angeschaut hat im Schach, in der Wissenschaft, im Berufsleben und sagt, okay, die Leute müssen etwas 10.000 Stunden am Stück, nicht am Stück, aber 10.000 Stunden üben, bis sie einen Grad der Meisterschaft im Leben erreichen. Die 10.000 Stunden, also nochmal hier, es benötigt 10.000 Stunden der intensiven Übung bis zur Meisterschaft auf einem bestimmten Gebiet. Ne? Turn pro und act on it. Hier ist das Problem. Niemand ist bereit dafür. Und im Laufe meiner Recherchen jetzt zu dieser hässlichen PowerPoint-Präsentation habe ich es kurz eingegeben. Ihr könnt es selber machen. Gebt 10.000 Hours Rule bei Google ein. Der allererste Beitrag, das allererste Bild ist 10.000 Hours Rule busted. Es ist Quatsch. Und Google ist ja, also auch vor allem die Suchergebnisse, nichts anderes als eine Widerspiegelung der Gesellschaft. Denn das hat sich durchgesetzt. Google gibt den Leuten, was sie lesen wollen und was bei den meisten Lesern ankommt und was gelesen wird. Von daher wird das so hochgerankt, so funktioniert Google. Ein bisschen komplizierter noch, aber spielt auch keine Rolle. Und dieser Artikel, warum die 10.000-Stunden-Regel quasi Quatsch ist, wird damit zusammengefasst, dass die Motivation fehlt. Without sustainable motivation, the practice lose focus or we drop it entirely. Richtig. Und das ist eine 1:1 Widerspiegelung des Amateur-Mindsets und das hat mit dem Turn-Pro-Moment nichts mehr zu tun. Andere Suchmaschine, gleiches Resultat. 10.000-Stunden-Rule bei YouTube eingegeben. Die ersten 3 der 4 Resultate argumentieren gegen die 10.000-Stunden-Regel, dass das Blödsinn ist. Die Leute scheinen Angst davor zu haben. Es gibt ein Video davon, hier ist Malcolm Gladwell selbst, das sind 3 Videos über die 10.000-Stunden-Regel, während nur 1 davon von Malcolm Gladwell ist. Malcolm Gladwell hat das Buch Outliner oder Outliers, glaube ich, geschrieben, in dem er quasi die 10.000-Stunden-Regel wirklich richtig erst populär gemacht hat. Hier, also das Video heißt Demystify the 10.000-Hours-Rule, er redet da klar davon, hey, nein, nicht alle können alles erreichen. Wenn du kleinwüchsig bist und vielleicht nur mit einem Arm auf die Welt gekommen bist, wirst du wahrscheinlich kein NBA-Star mehr werden, auch wenn du noch so viel und hart trainierst. Symptomatisch, und das ist, was ich besonders sehe, ne, was passiert ist zwischen den letzten 6 Jahren, zwischen der Brücke, die wir jetzt hier gerade schlagen, metaphorisch gesehen. Dieses Video hat 29.000 Aufrufe. Darunter ist der gute Josh Kaufmann. Der redet von den ersten 20 Stunden. Na, endlich jemand, der mich gut versteht und der weiß, dass ich doch gar nicht so viel hart arbeiten möchte. Dieses Video hat 26 Millionen Aufrufe. Und hier muss man sich das mal vor Augen halten. Der Großteil hat halt keinen riesengroßen Erfolg. Der Großteil hat nicht seinen Durchbruch. Wenn ich ins Fitnessstudio gehe, sind die meisten Leute untrainiert. Ja, das ist natürlich eine heilende Botschaft. Nein, 10.000 Stunden, streng dich nicht so sehr an. Du brauchst gar nicht so viel machen. Probier's doch mal mit 20 Stunden. 26 Millionen Aufrufe, das Ding. Okay, jetzt muss man natürlich auch aus der Sicht der Wissenschaft fragen, ist die 10.000-Stunden-Regel falsch? Um Gottes Willen, jetzt bricht die Welt hier aber aus. Ich hoffe, dass man mich noch hört und dass es nicht zu sehr vom Regen plätschert. Nichtsdestotrotz muss man natürlich jetzt ganz klar sagen, okay, wenn gefühlt alles gegen die 10.000-Stunden-Regel argumentiert, dann ist es vielleicht einfach falsch. Das ist für mich und mein Leben aber niemals eine heilende Botschaft gewesen. Denn das, was ich sehe, ist, dass es die meisten Leute nicht ausprobieren. Sie wollen es sofort haben, sie wollen den Erfolg sofort haben, sie wollen nach einem Training einen Traumkörper haben, sie wollen nach 3 Stunden des fokussierten Arbeitens ihr Buch fertig haben, sie wollen in einem Tag die Webseite online haben, Traffic haben und damit ihr Einkommen generieren. Niemand möchte diese Zeit investieren. Und das ist symptomatisch dafür, dass so viele und auch ich, vor allem ich, das richtet sich ganz klar an mein damaliges Ich, permanent auf der Stelle getreten ist und überhaupt nicht vorangekommen ist. Das sind aber die Gedanken, die ich über die Jahre hatte. Wenn 10.000 Stunden zur Meisterschaft führen, was machen dann 20.000 Stunden aus mir? Ich war der Annahme, okay, ich habe einen relativ niedrigen IQ, ich habe 2 linke Hände und ich bin relativ dumm. Wie soll ich Autor werden? Und ich glaube, mein Deutschlehrer, der dreht sich oder der schämt sich in Grund und Boden, dass tatsächlich ich es geschafft habe, so ein überdurchschnittlicher Autor zu werden. Aber ich habe gesagt, hey, okay, in 10.000 Stunden, ich werde es nicht packen. Ich bin viel zu dumm dafür. Das wird nie was. Aber was ist mit 20.000 Stunden? Außerdem, ich hoffe, es ist so schwer, dass es so gut wie niemand schafft. Denn wenn ich es wirklich schaffe, dann
bin ich in einer viel besseren Position für vielleicht sogar den Rest meines Lebens. Wie kann ich es schaffen, fokussiert und produktiv 10 Stunden an 7 Tagen die Woche zu arbeiten, anstatt mich zu fragen, wie kann ich es schaffen, nur 4 Stunden die Woche zu arbeiten? Jetzt verstehe ich das nicht. Ich wollte wissen, wie kann ich fokussiert die ganze Woche arbeiten? Und dann noch viel wichtiger, wie kann ich es schaffen, 5 bis 10 Jahre auf weltlichen Erfolg komplett zu verzichten, ohne als großer Loser in meinem Freundeskreis dazustehen, sondern wirklich an mir und meinen Träumen festzuhalten? Und dann die Frage, nach all der Zeit, gibt es eine Abkürzung zum Erfolg? Die Antwort lautet ganz klar, ja, ich habe die Abkürzung gefunden. Und die wahre Abkürzung zum Erfolg besteht darin, den ganzen Weg zu gehen. Auch hier ein kleiner Schwenk an Charles Bukowski, go all the way. Es ist nutzlos, bei 3/4 des Weges wieder umzukehren. Das wurde zu mir gesagt, vor dem Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt und man muss es sich tatsächlich erst verdienen. Und damit sind wir beim letzten Punkt angekommen und ich versuche ein bisschen hinzumachen. Disziplin und Geduld als Leittugenden. Meine dritte These lautet, alle großen Ziele im Leben sind mit genügend Geduld und Disziplin erreichbar. Tatsächlich alle. Geduld ist hier einer der Leittugenden, die wir im Leben haben sollten, meiner Meinung nach. Ich sehe dennoch im Amateur-Mindset, dass man sich zu stark von den täglichen Fluktuationen verwirren lässt. Ne? Mal ist man produktiver, mal ist man unproduktiver. Mal hat man ein gutes Training, mal hat man ein schlechtes Training. Mal hat man viel Umsatz generiert oder mehr Umsatz generiert, mal hat man weniger Umsatz generiert. Mal ist man sehr motiviert und inspiriert, mal ist man wenig inspiriert. Und der Amateur dümpelt quasi hin und sucht dann wieder nach shiny new objects. Das Gras auf der anderen Seite wird schon grüner sein. Ich mache einfach was anderes, was leichter ist, wo ich schneller meine Resultate sehe. Das ist falsch. Es ist der Fokus auf die Langfristigkeit. Und selbst wenn wir eine riesengroße Fluktuation auf täglicher Basis haben, weiß der Profi, und also wirklich wissen, nicht glauben, nicht vermuten, nicht hoffen, der Profi weiß, es kann nur besser werden. Die tägliche Performance spielt keine Rolle, solange er am Ball bleibt, solange er weiter seine Philosophie auslebt, werden die Dinge passieren. Es kann tatsächlich nichts passieren. Die zweite Leitung ist Disziplin. Und Disziplin ist im Grunde nichts anderes als die Entscheidung zwischen dem, was du jetzt willst und dem, was du am meisten willst. Und Disziplin ist Freiheit. Und das kann ich genauso unterstreichen. Das ist ein Satz, den Jocko Willink gesagt hat. Und ich habe in meinem Leben festgestellt, desto disziplinierter ich bin, umso freier und angenehmer und besser ist mein Leben geworden. Hier nochmal, ganz klar nochmal der Hinweis, weil wir das eben hatten mit der 10.000-Stunden-Regel und den Google-Ergebnissen. Disziplin oder Motivation. Wahre Meisterschaft beruht auf Disziplin und nicht auf Motivation. Motivation kommt und geht und es ist schön, wenn sie da ist, auf jeden Fall, während allein die Disziplin die Arbeit erledigt bekommt. Die meisten von uns sind aber gefangen in Instant Gratification beziehungsweise Delayed Gratification. Wenn wir aber wissen, die Erfolgreichen unter uns schieben oder sind in der Lage, ihre Befriedigung, ihre kurzfristigen Belohnung aufzuschieben und setzen auf verspätete Belohnung. Das ist das Geheimnis jeden Erfolges. Die erfolgreichsten Menschen unter uns schieben ihre Belohnung auf, denken und vor allem handeln langfristig. Während aber die meisten von uns gefangen sind in sofortigen Belohnungen, den Wunsch, alles jetzt sofort haben zu müssen, jetzt erreichen zu müssen und quasi von einem Dopamin-High zum nächsten Leben zu surfen. Sinnbildlich dafür ist Social-Media-Likes, Pornografie, Internetpornografie, Alkohol und Drogen vor allem, meiner Meinung nach. Jetzt natürlich die Frage, wie wird man disziplinierter? Ich habe hier den gleichen Ansatz wie zu der Thema, wie der Mann-Sein-Thematik. Während ich nicht versuche, grundsätzlich ein Mann zu sein und mir bestimmte Punkte habe, was denn jetzt ein Mann ist, versuche ich kein Junge mehr zu sein. Und ich hoffe, dass mich dass quasi der Wind dann schon in meine Segeln weht und mich in die richtige Richtung treibt. Ich war extrem faul. Ich war extrem undiszipliniert, unstrukturiert. Und ich weiß auch nicht wirklich jetzt, wie man besonders viel Disziplin im Leben aufbaut. Ich weiß aber, wie man nicht mehr faul ist. Das ist ein Unterschied, der den Wind in die richtige oder einen in die richtige Richtung wehen lässt. Tue das, was schwer ist, bin ich komplett überzeugt. Die Dinge, je größer die Aufgabe ist, denen ich mich im Leben gestellt habe, desto leichter ist mein Leben geworden. Steh über den Emotionen, fokussiere dich auf das Wesentliche und arbeite hart. Wie oft habe ich Leute in meinem Umfeld gesehen, da ist der Hamster von der Freundin gestorben und dann war es jetzt ein großes Thema und dann musste man sich jetzt 5 Tage lang ins Bett legen und nichts machen und hat es als Ausrede genommen, nichts zu machen. Es ist nicht immer einfach. Es tut auch manchmal weh. Es ist nicht immer angenehm.
Und auch ich hatte Momente, da war ich komplett am Boden. Meine Freundin hat mich verlassen, hatte ich eben schon gesagt. Ich saß vor meinem Computer, habe 30 Minuten lang geschrieben, habe dann 15 Minuten lang Tränen geheult und habe dann wieder 30 Minuten weitergeschrieben. Einer sehr wichtigen Menschen aus meinem Freundeskreis bzw. Bekanntenkreis ist gestorben. Ich habe meine Bücher fertig geschrieben. Ich habe 30 Minuten gearbeitet, 15 Minuten mir die Seele aus dem Leib geheult und weitergearbeitet. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich sage, ich bin jetzt irgendwie ein toller Typ oder mach so wie ich oder was auch immer. Nein, aber heute, Jahre später, hat sich deshalb meine Welt verändert zum Besseren. Und auch wenn die Scheiße über mein Leben quasi niedergeregnet hat, bin ich umso mehr stolz auf mich selbst zu sagen, danke, dass du es damals geschafft hast, so stark zu sein. Danke, dass du damals uns an den Haaren aus der Scheiße rausgezogen hast, denn jetzt ist das Leben tatsächlich lebenswert. Krafttraining, ganz klar, trainiere deinen Körper und der Geist wird folgen. Sorge für Ordnung, typisches Jordan Peterson, oben wie unten, innen wie außen. Deine äußere Welt ist meiner Meinung nach nur eine Widerspiegelung des Glaubenssystems und der Welt, die im Inneren abläuft. Es lohnt sich tatsächlich, für Ordnung im Leben zu sorgen. Okay. Jetzt hatte ich kurz Audioprobleme. Martin, kannst du mir ganz kurz einen Daumen nach oben geben, bevor ich weitermache? Man hört dich wieder, wunderbar. Alles klar, dankeschön. So, wir haben es auch gleich geschafft. Ich ziehe jetzt bis zum Schluss durch. Zeitmanagement. Plane deine Monate, Wochen und Tage für mehr Klarheit. Ist im Grunde nichts anderes als innere Ordnung. Setz dir Ziele, halte ich für ganz wichtig. Memento Mori ist mein zweites großes Leitmantra im Leben, neben Holzhacken, Wasser tragen. Mach dir bewusst, dass du nicht ewig Zeit hast. Bedenke jeden Tag deinen Tod, was mir hilft, endlich am Leben oder was mir geholfen hat, endlich am Leben zu sein und die Notwendigkeit in mir zu spüren, im Heute zu handeln und nicht blind zu vertrauen, dass ich ewig Zeit hätte und dass ich doch alles einfach auf morgen aufschieben kann. Dankbarkeit, ganz wichtiges Thema. Sei dankbar für alles, was du hast, auch wenn du nicht am Ziel bist, denn das hilft für tatsächlich viel innere Balance. Bin ich ganz groß von überzeugt. Und dann stehen wir am Ende wieder ganz am Anfang. Und es ist der Moment gekommen, zu handeln oder eben nicht zu handeln. Von einem anderen stoischen Philosophen, das ist, glaube ich, Epiktetos gewesen, der hat berichtet von der Entscheidung von Herkules. Und Herkules stand immer vor der Entscheidung. Und es gibt in einer überlieferten Geschichte, da stand Herkules an einem Pfad mit zwei Wegen. Auf dem einen Weg, auf beiden, stand eine Frau. Die eine, reich, wohlhabend, die sagt, komm zu mir, du kannst ein leichtes Leben haben. Wein und Trauben warten auf dich und du kannst quasi dein Dasein als Halbgott unter uns Menschen genießen und wir werden dich huldigen. Und der zweite war eine relativ normale Frau, sagt, oder du kommst zu mir und wir kämpfen mit dem Leben. Du stellst dich den großen Herausforderungen und vielleicht eines Tages wirst du zu dem, was du wirklich hättest sein können. Und so hat Herkules sich jeden Tag für das schwere Leben entschieden. Und Epiktetos schreibt darüber, was wäre wohl aus Herkules geworden, wenn es keinen Löwen, keinen Hydra, keinen Hirsch und keinen Wildschwein gegeben hätte und die wilden Verbrecher, von denen er die Welt hätte befreien müssen. Was hätte er getan, wenn es keine solchen Herausforderungen gegeben sind? Und so sind es doch besonders die Herausforderungen im Leben, die uns wirklich erst formen und dazu und uns auch ein Mann sein werden lassen. Er fasst das zusammen, indem er sein Leben in Luxus und Bequemlichkeit weggeschleicht hätte, hätte er sich also nie zu dem mächtigen Herkules entwickelt und er wäre nie das geworden, wofür er geboren worden wäre und was die Götter für ihn schon längst geplant hatten. Jetzt sind wir fast zum Schluss angekommen. Und ein Argument ist natürlich, okay, Sead, das ist aber alles ganz schön schwer und zeitweise auch extrem unangenehm. Jetzt ist das gar nicht so inspirierend gewesen, beziehungsweise jetzt hast du mir ganz schön die Hölle heiß gemacht unterm Arsch. Das Leben geht doch auch leichter. Es muss doch alles nicht so schwer sein. Wir leben in der New Economy und Tim Ferriss hat mehr Recht mit der 4-Stunden-Woche. Warum so viel arbeiten? Warum besessen sein? Warum nicht einfach auch mal ein bisschen das Leben entspannen? Unsere Vorfahren haben doch alle hart genug geackert und wir können quasi die Früchte unserer Evolution auskosten und uns ein bisschen entspannen und die Füße einfach mal hochlegen. Und ich habe festgestellt, ich hatte dieses Leben als Fitnessmodel gehabt. Ich habe ungefähr 2.000 bis 4.000 Euro pro Monat mit 2 bis 4 Arbeitstagen pro Monat. Das war richtig entspannend. Gleichzeitig habe ich auch viel Anerkennung dafür bekommen. Ich konnte schön mein Social Media posten. Wir sind in den Kiosk gegangen und da war ich. Ja, guck mal, hier im Kiosk neben all den anderen Idolen bin ich auf einmal drauf. Ich bin doch wirklich der große Zampano. Ich habe es wirklich geschafft.
Und mein Leben hätte durchaus leichter und entspannter sein können, wenn ich diesen Weg einfach bis zum Schluss gegangen wäre und sagte, ja, ich bin jetzt hauptberuflich Fitnessmodel. Warum tue ich mir das an? Warum diese ganze Bücherschreiberei? Warum all dieser unternehmerische Quatsch, der mir schlaflose Nächte besorgt? Warum auch die Hand beißen, die mich füttert und alles opfern für einen höheren Sinn? Ich hätte doch ein spaßvolles, hürdenfreies Leben haben können. Und tatsächlich nach all der Zeit und auch wenn all diese Dinge vielleicht sehr hart geklungen haben, gibt es etwas Besseres. Und das ist meiner Meinung nach ein Leben voller Sinn und Bedeutung. Und in all der Zeit, in alles, was ich gesehen habe, Gutes wie Schlechtes, trumpft nichts über ein Leben voller Sinn und Bedeutung. Und die Sache, die mich abends gut schlafen lässt, ist nicht, dass ich so und so viele Bücher verkauft habe, dass ich so und so viel Geld verdient habe, dass ich so und solche Dinge erreicht habe und so aussehe, sondern zu wissen, mein Leben hat Sinn. Und all das Leid, was wir so oder so alle erfahren werden, war nicht umsonst, sondern mein Leben hat Sinn gehabt. Und wenn ihr etwas sucht danach, wenn ihr glaubt, ihr findet irgendwas Besseres als ein Leben voller Sinn und Bedeutung, okay, dann behaltet es. Es muss was sehr, sehr Besonderes sein. Und jetzt sind wir am Ende angekommen. Eine simple Hausaufgabe. Eine simple Hausaufgabe, um all diese komischen Dinge, die ich hier heute mit euch geteilt habe, und um all das Weltbild irgendwie nachzuvollziehen, von dem ich gerade berichtet habe. Eine simple Hausaufgabe, die euch verfolgen wird, und eine simple Hausaufgabe, die ein Modell darstellt, um all das, was ich mir mühsam über all die Jahre arbeiten musste, umzusetzen. Bekomm einmal im Leben ein Sixpack. Das ist meine Hausaufgabe an euch. Transformiere dich im Innen und im Außen. Es ist so schwer, einen Sixpack zu bekommen, dass du das Modell verstanden haben wirst, wie das Leben grundsätzlich funktioniert. Es gibt tausend Wege, die nicht funktionieren, und man braucht Geduld, Wissenschaft optimalerweise und auch viel Selbstdisziplin. Man wird aber ein Modell lernen, was sich sonst einem erst nach 5 bis 10 Jahren des intensiven Arbeitens meiner Meinung nach eröffnen wird, und man wird relativ früh in der Lage sein, bestimmte Verbindungen ziehen zu können. Also meine Hausaufgabe an euch: bekommt einmal im Leben ein Sixpack. Falls ihr dabei Hilfe braucht, könnt ihr euch auch gerne die Fitnessfibel 2.0 bestellen. Das Ganze ist kostenlos. Findet ihr unten auf www.fitnessfibel.de, ganz kurz und schmerzlos. Und das ist meine Lebensphilosophie. Vor der Erleuchtung hacke Holz und trage Wasser. Nach der Erleuchtung hacke Holz und trage Wasser. Meine Antwort: Was macht einen echten Mann aus? Ein Mann macht. Danke für eure Aufmerksamkeit. Und hier findet ihr mehr von mir. Könnt ihr mir gerne Nachricht da lassen. Und ansonsten, that's it.